Habt ihr heute wieder Quatsch gehört? Die Kräuter? Kaufen Sie jetzt. Ich bin so aufgeregt, dass ich Zeit habe. Ich bin tierisch aufgeregt, wir machen nämlich gleich einen Formcheck. Bist du jetzt auch YouTuber, oder? Ja. Was müssen wir jetzt anmoderieren? Na, das Video, was jetzt kommt für die Zuschauer, das moderieren wir jetzt an. Achso, okay. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas, das ist der Birk Luther. In dem folgenden Video werdet ihr mehrere Sachen sehen und am Schluss als Highlight kommt dann der Birk Luther. Ja. Am Anfang habe ich mit meiner Frau zusammen und Anne ein Video gedreht, Training zusammen, haben wir gevloggt. Dann war noch die Protein-Challenge dabei. Unbedingt dranbleiben, das wird ein richtig geiler Knaller-Vlog. Okay, was da alles drin ist, Mensch. Und am Ende? Wie Ostern. Training mit uns. Ja, genau, Überraschung. Überraschungspaket. Überraschungsei. So, jetzt haben wir hier die Anne und dann ist hier der Tim, unser Kameramann. Und wir drehen heute und zwar mit einer ganz besonderen Person, die ich im Prinzip jetzt schon zeigen könnte, weil der Vlog ja später rauskommt. Schatz, darf ich die schon zeigen? Oder darf das keiner sehen? Bisschen Dekolte? Meine Frau ist so aufgeregt. Die hat nur ein kleines Red Bull getrunken und sagte, sie fühlt sich, als hätte sie irgendeinen krassen Booster genommen. Bei mir ist es genau das Gegenteil. Aber ich habe 200 Milligramm Koffein drin irgendwie. Kommt nicht so richtig an. Ich bin schon wieder am Kniebeugen machen. Das letzte Mal bei dem Dreh habt ihr gesehen, war jetzt nicht so intensiv. Mädels, sind wir bereit? Ja. Meine Karre, sie macht. Es gibt kaum Gyms, die einen reversen Beinbeuger haben im Sitzen. Das ist eine richtig geile Nummer. Und wenn ich schon hier bin, muss ich die auch mit nutzen, ne? Guck mal, was die Mädels da machen. Die machen Cardio. Bam, 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 bam. Wenn du schon einmal hier bist, schieb, 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 schieb. Warum ist denn das so schwer? Du musst da ein bisschen Gas geben. Action, gut machen. Easy. Ja, das Gewicht macht schon was aus. Ne? Aber solange meine Frau da noch rumspringen kann und rumhüpft wie eine kleine Elfe, ist es noch nicht schlimm genug. Lang können sie auch noch. Ich werde das wahrscheinlich noch ein paar Stunden machen. Ich ziehe wieder mal lieber weiter. Bah! Kaum sind die Mädels da, kriegst du mal Parfüm. Es wäre wohl ohne Scheiß. Komm, komm hier. Jetzt hab ich hin. Wichtige Frage, sollte es im Gym nach Parfüm riechen? Ich finde, nach gar nichts riechen. Aber auch nicht nach Schweiß. Weil Schweiß ist richtig eklig. Scheiß. Also so, ja, neutral. Neutral, aber nicht nach Parfüm. Weil das ist ja... Ist fertig? Ja. Ich muss noch ein bisschen Sport machen. Warum denn? Weil ich der Leistungssportler bin. Und Volumen brauche. Aber Volumen, ich gehe jetzt zur nächsten Übung. Ich soll ein bisschen Gas geben. So, die Mädels sind jetzt noch schnell einkaufen gegangen. Ich bin im Auto geblieben, weil ich mir gedacht habe, so, nee, ich will mir das jetzt gerade nicht reinziehen. Ich soll mal schön ihr Zeug kaufen da und ich habe ja mein Hähnchen und Gemüse und Reis, ne? Das ist voll cool, jetzt kann ich dich endlich filmen, Schatz. Das macht man nicht hier, das hört nur so an. Habe ich angemacht? Es geht auf die Batterie, das macht man nicht. Ja, ich wollte aber das Fenster aufmachen, es war so warm draußen. Ja, dann muss man es aber wieder ausmachen, weil es geht auf die Batterie des Autos. Ja. Gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt habe ich ja gesagt, hier kommen, wir haben jetzt hier einen Dreh im Fitnessdepot, Proteinbattle und Leonidas und der Rest müsste auch gleich kommen. So, Aldin, was ist das für eine Sorte hier? Ich weiß es noch nicht, warte. Peanut, glaube ich. Vielleicht bleibt da noch einer übrig, wenn die Jungs versagen.
Proteins, mein Freund, Proteins. Kaufen Sie Best Body Nutrition mit. Warte, Peanut, Peanut, sehr geil. Kaufen Sie jetzt. Den hätte ich gerne, das interessiert mich sehr. Ich glaube, dass der schwerer am Magen liegt. Das wird sich gleich rausstellen, denn du bist ja der Herausforderer von Leonidas, ne? Ja, mich herausgefordert. Ach so, na gut. Ich bin hier der Champion. Ein Titel, auf den man sehr stolz sein kann. Der Alden sieht auf der Kamera, wenn ich jetzt hinten gucke, viel mopsiger aus, als er live aussieht. Du siehst viel runder aus. Das ist komisch. Okay, verstehe. Das ist der Trick. Wollen wir noch Peanuts? Also ich bin echt gespannt, weil die Peanuts, fand ich, die liegen sehr schwer, Mann. Hoffen Sie mit Johannes 10. Ach, du schon wieder, hör auf jetzt. White Chocolate. Mit Johannes 10 spannend. Sagt das nicht, die gibt's noch gar nicht im Gigashop. Noch nicht, wer weiß. So, jetzt ist es noch probiert? Ja, natürlich. Ich möchte ja gucken, was sag du mal, trinkst. Sag mal, Professor. Auf jeden Fall ist er schön cremig. Ja. Hoffen Sie mit Johannes 10. Ach, du schon wieder, hör auf jetzt. Und wie ist? Kann man trinken? Schmeckt auf jeden Fall sehr gut, ja. Hoffen Sie mit Johannes 10. Ach, Jungs, noch ein paar Gains machen. Ihr habt Erdbeer und wie ist es für euch? Ihr müsst jetzt übrigens nicht sagen, dass es gut schmeckt, wenn es nicht gut schmeckt. Best Body Nutrition auf jeden Fall gut. Ja, sehr gut. Du hast Peanut? Ja, Bock, richtig mega lecker. Geil, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Dann lasst euch schmecken, Jungs. Bist du jetzt auch YouTuber, oder? Nee, ich bin immer noch nur Instagrammer. Bist du Instagrammer? Na ja, gut. Aber ich habe ja gehört, dass man auch als Instagrammer richtig erfolgreich sein kann. Ja? Und richtig Moneten und so, richtig, richtig. Richtig coole schaffen kann, ja? Aber richtig. Influencer-Lifestyle. Geil. Wie geht's deinem Bauch eigentlich? Ach, er holt sich langsam. Er verdaut. Ja, langsam geht's. Ja, wir sind bei Birk Luther in der XXXL-Schmiede und ich bin tierisch aufgeregt. Wir machen nämlich gleich einen Formcheck. Okay, hi. Können die Leute dich auf der FIBO sehen eigentlich, Birk? Ja, ja, ja. Echt? Wann? Na, alle Tage. Du bist wohl ganz am NRC-Stein, ne? Okay. Hast du schon eine also welche Halle ist das? Ja, da wo wir eigentlich immer stehen. Ich glaube, das ist Halle 10. Ja. 10, 2, 10. Wenn ich schaue, da vielleicht mal bei Birk Luther auf Instagram vorbei. Da wirst du das hoffentlich kundtun, wo du anzutreffen bist. Ne? Birk, ich will nachher ein Video zum Thema die Wahrheit über Cheat Days machen. Bist du mit dabei? Die Wahrheit über Cheat Days? Der Wahrheit. Ja. Okay. Wir gucken uns nochmal an, wie das vor 4,5, 5 Wochen aussah, damit der Bürger auch genau weiß, ne, wie der Status quo war und jetzt sein wird, den optimalen Vergleich hat. Dein Oberkörper und dein Unterkörper, die passen nicht zueinander. Das höre ich natürlich gerne als Bodybuilder, der auf Symmetrie steht. Wir beginnen mit dem Schlimmsten vorneweg, mit Beinen. Heute ist nämlich ganz Körperträgerprogramm. Ja, kann man machen, auch als Pumper. Birk macht Schultern. Ich habe seit Monaten keine Beinpresse mehr gemacht und deswegen werden wir uns jetzt hier richtig besorgen. Oh, ist das lange her. War geil. So leicht scheiße. Guck mal, jetzt kommen endlich die Adern, die ich vorhin in meinem Formcheck nicht hatte. Du musst Adern zeigen. Guck hier. Adern. Ja. Adern werden nicht bewertet, aber. Auf dem Penis die Adern. Das sind die wichtigsten. Wenn ihr auf dem Penis keine Adern habt, dann wisst ihr, ihr habt Übergewicht. Jetzt wird doch der letzte Wettkampf ausgewertet. Und der Pumper und der Bodybuilder und der Szenekenner. Nee, du warst ja in New York, nicht? Was warst du in New York? Die Schlauen, die machen jetzt ihre Sprüche über die Top-Elite der Bodies, da wird der Mensch dann zerfleddert, ja. Aber naja, wer es live gesehen hat, der darf das. Das war in Columbus. Columbus, ja. Columbus, Ohio, genau. Die Arnold Classics. Ja, doch, da sagen wir es ja. Genau. Super spannend. Bei Team Andro seht ihr übrigens auch die Auswertung von allen NRC-Kampfrichtern, inklusive Birk Luther. So, heute Schultern dran, gib mal Gas, Junge, gib Gas. Jetzt 15, oder? Hast du deine 4 Sätze, 20 Wiederholungen schon hinter dir? Ja, ich werde sehen, was kommt. Ich mache immer nur halber, also ihr könnt immer nur die Hälfte rechnen. Für die Fitnesspolizei, sag ich mal. Ja. Oder sagst du ja eigentlich. Ja. Ja. Ich mache nur halbe, Arnold hat immer gesagt, halbe Übung, halbe Muskeln. Also ich trainiere nur die halben Muskeln. Ich kann nur halbe Übung machen. Das sieht man ja bei dir auch. Sieht man ja. Kicken, wie man es nicht macht. Also nicht nachmachen.
Schwer und falsch. Schwer und falsch. Sehr gut. Darum habe ich auch keine Muskeln. Nee, wer richtige Muskeln haben will, muss richtig ordentlich trainieren. Sauber. Also ist natürlich viel zu schwer. Und die Ausführung stimmt auch nicht, aber es interessiert mich einen Scheiß. Es interessiert mich nicht. Yes! Weiter! Ich kann sehen, wie deine Deltas arbeiten. Echt? Oben Fleisch und Beine oder was? Mein Gesicht kann man sehen, wie das arbeitet. Mit dem Training fertig und Birk macht Cardio und ich habe mich gerade gefragt, was er hier gerade guckt und ich hätte es nicht erraten, aber du guckst Homeland. Ja. Bei welcher Staffel bist du jetzt? Jetzt bin ich bei der 4. Staffel, Folge 8. Ich weiß gar nicht, wie viel es gab, aber ich habe auf jeden Fall alle gesehen. Alle schon gesehen, Mann, mega geil. Vergeht die Zeit schneller, ne? Ja. Wie lange hast du jetzt gemacht? 60. 60? Also, ich machst du das immer von der Folge abhängig oder was? Ja? Guckst, machst du so lange, wie die Folge dauert, oder wie hast du? Nee, ich hab eingestellt. Okay. Läuft ja die Zeit. Wie viel Watt? Stufe 5, sag ich nur. Für alle Insider, die wissen, was ich meine. Stufe 5, immer das. Ja. Dirk ist ja jetzt offizielle Zeitpunkt für eine Abmoderation. Das bin ich. Willst du die machen? Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt für eine Abmoderation. Okay. Na denn? Nee, du musst, guck mal, Daumen. Daumen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann... Okay, gib dir mal Mühe, Mann. Achso, ich soll das sagen. Ja, ich hab meine Ohren ausgeschaltet. Achso, sorry. Ich meine Ohren einschalten. Ja, sorry. Ich hab doch hier Technik. So, jetzt die offizielle Abmoderation von Birk Rütter. Bitteschön. Ja, bitteschön, dankeschön. Habt ihr heute wieder Quatsch gehört? Genug? Johannes, wie soll ich sagen? Trägt immer zur allgemeinen Lust bei. Ja, hoffentlich. Das sowieso. Aber der nötigt mich immer. Wir müssen mal was machen. Das sind ja meine Zuschauer. Die Fans, ja. Die meine Fans. Zuschauer sagen, du musst mal wieder ein Trainingsvideo mit Dirk machen. Die Fans wollen das. Aber in diesem Vlog wurde ja alles Mögliche schon gezeigt. Und ich mache die dann gerne. Das macht genau. Mir auch Spaß. Ja, genau. Aber ich habe ihn letztens ertappt. Das letzte Formcheck-Video hast du nicht gesehen. Also du guckst dir nicht mehr jedes Video an. So egal ist dir das. Nee, egal. Das ist auch nicht. Nein, das ist so wichtig. Ich weiß gar nicht, dass das online ist. So. Ich bin ja nicht da irgendwie gecheckt. Also ich sage mal so, das Ding ist, warum soll man sich selber nochmal hören? Du weißt ja, was du sagst. Eigentlich. Ja, meistens ja nicht. Also, ich glaube, das offizielle Zeitlimit für die Abmoderation ist jetzt quasi überschritten. Die Leute haben schon längst abgeschaltet. Okay. Wenn es traurig und schlecht läuft. In diesem Sinne, denkt an den Daumen hoch. Ja, ich weiß nicht, was Daumen hoch ist, aber denkt an den Man Daumen hoch. Man kann das Video leiten. Kannst es leiten. Wenn du mir Like gibst, dann gefällt Daumen mir. Hoch ja. An gefällt mir. Einfach auf Deutsch. Wie bei Facebook. Macht gefällt mir, genau. Macht gefällt mir. Abonniert den Kanal. Das immer auch? Abonnieren auf jeden Fall und die Glocke nicht vergessen. Aber nur abonnieren, wenn es Ihnen auch wirklich gefällt und Sie jedes Video sehen wollen. Ja. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Glocke und Daumen ist mir jetzt neu, aber Glocke und Daumen. Wenn Sie die Glocke abonniert haben, dann wissen Sie jedes Mal, wenn ein neues Video erscheint, dann werden Sie darauf hingewiesen. Wenn Sie die Glocke nicht abonnieren, vielleicht sollte wissen Sie nochmal die Glocke hauen. Auf die Glocke hauen. Auf die Glocke. Bis raus, ciao, ciao. Bis